Felix Michalski. Nächste Spielminute, neuer Wechsel bei der Team Mecklenburg. Auf das Heimspiel am Freitag, den 22.05. hier um 19 Uhr gegen MSV Pampow. Klassiker, ist noch, klasse, Digga! Für uns war es das, oder für mich, sage ich mal, war das schwere Spiel. Wie sieht es aus eurer Sicht aus? Ja, erstmal Glückwunsch an den Trainer und an Schwerin zum Sieg. Ja, wir hätten mehr mitnehmen müssen, muss man jetzt nicht ganz klar mitnehmen müssen. Aufgrund der letzten Minuten, sage ich mal. Es wurde ja erwartet, schwere Gegner für uns. Stehen nicht umsonst. Mit einem sehr, sehr guten Rückrundenbilanz da. Es ist nicht so, dass sie nicht kicken können, deswegen.
natürlich haben wir zwei, drei Stammspieler gefehlt. Das haben wir auch zur Kenntnis genommen, aber es ist meistens so in so einer Situation, dass dann die, die dann draufstehen, dann auch was beweisen wollen und eigentlich noch ein bisschen mehr laufen und sich noch mehr reinhauen, was man heute auch gesehen hat, als die, die etatmäßig das spielen. Viel schon gesagt, ich glaube, es gibt kaum Fragen. Was uns besonders freut oder was mich besonders freut hat, Ronny Rieling, Startelfdebüt mit seinem ersten Tor, also auch nochmal Applaus daran. Ne?